Wir gehen zurück und wollen eine kleine Stadt verteidigen, die auf einer Enge mitten in den feindlichen Minenfeldern liegt. Diese Minenfelder erstrecken sich meilenweit in die Wüste, sodass wir keinen Großangriff auf das Afrikakorps starten können. Captain Price sagt, wir wären den Deutschen numerisch überlegen, doch ohne ausreichende gesicherte Wege durch die Minenfelder für unsere Panzer nützt uns dies nichts. Ja, Sergeant John Davis, 7. Panzerdivision. Ich bin zurück, also der John Davis, um den Deutschen richtig fies in den Arsch zu treten. Und damit wollen wir jetzt direkt mal anfangen. Ja, es gab länger keine Folge von Call of Duty. Und dafür möchte ich mich auch nochmal kurz entschuldigen. Aber es gab viel zu tun. Anderweitig und jetzt anscheinend auch, weil das jetzt so eine Rail-Shoot-Passage, also böse Zungen werden behaupten, es werden morgen und sehr gleich. Und da bin ich schon wieder tot. Jo, es geht schon mal gut los. Und ich bleibe immer noch dabei, nicht diese ganzen Zitate vorzulesen, weil das ist einfach verschwendete Zeit, weil ich sehr oft sterbe. Ist mir gerade aufgefallen, beziehungsweise schon in den letzten Folgen. Und ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt auch... Also ich habe jetzt, wie gesagt, lange nicht gespielt. Ich bin auch nicht mehr so zielsicher. Super. So. Ich weiß nicht, von wo ich jetzt... Ah, da war doch eigentlich gar nichts. Aber gut, es gab einen Save-Punkt hier. Genau, ich laufe einfach mal kriechend weiter. Na. So, hier ist nichts. Okay, schleichen uns an. Hier ist Captain Price, der klügste Mensch in Call of Duty. Er hat immer eine Ahnung, was los ist und wo es lang geht. Aber was machen wir denn hier? Müssen wir jetzt... Ah, verteidigen. Okay, gut. Ah ja, das sind ja überall schwarz bekleidete Nazis. Ja, super. Das läuft doch ganz gut jetzt. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Wenn nicht... Dann ist das jetzt vollkommen egal, was ich jetzt sage. Und wenn ja, tut mir leid, das war mein E-Mail-Postfach, was gerade eine E-Mail bekommen hat. So. Gucken. Ja, der Süden. Der Süden hat schon die ganze Zeit hier und den Schuss von den Deutschen. Ja. Also ich kann eigentlich noch, außer ich werde wieder voll random von irgendwo abgeschossen. In irgendeiner komischen... in der Seite, die jetzt nicht gedeckt ist. Wow. Was ist hier los? Hier die laufen alle hier lang und dann... Oh, hier ist ein Loch, hier kann ich durchgucken. Oh, das ist ja super hier. Wie sind da alle auf diesem Hügel ausgeladen werden? Also das ist ja auch ein bisschen doof. Oh. Oh, shit. Das sind aber viele. Nein! Ich nehme die Thompson Maschinenpistole. Jetzt geht's in Infight, aber irgendwie ist keiner da für einen Infight. Naja, gut. Wow! Oh, 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 nicht schießen, nicht schießen. Oh, da. Ne, das ist einer von mir. Von wo denn? Ganz da hinten, na gut. Aber ich hoffe, dass ich nicht die alle jetzt abschießen muss, die da angelaufen kommen. Das wäre schon ziemlich grenzwertig und... Ja. Ja, Queen 6, komm. Zack. Und. Ja, ja. Zack. Doch nicht zack, jetzt zack. Sehr gut. Ja, ich hab's immer noch drauf. Ach, Mist. Ah, wie knapp. So, so. Ich werfe einfach mal eine Granate. Au, au, au. Oh, ja, ja, ja. Ja, aus allen Himmelsrichtungen. Das ist doch abartig.
frage mich nur gerade, wie Deutschland hier so weit kommen konnte, aber dann gegen gefüllte 5 Briten mit hunderten Leuten nichts anrichten können. Also, naja. Na gut, das ist die Call of Duty-Serie, die ist ja bekannt dafür. Überall groß Bum Bum und einfach nur schießen und ballern ohne Sinn und Verstand. Ich meine, ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber es gibt auch hochwertigere Spiele in der Hinsicht. In Sachen Storytelling oder sonstigen. Auch im Ego-Shooter-Bereich. Hey. Zum Beispiel, hier, wie heißt es? Black Ops The Line oder so in der Art. Die Story da, die war ja wirklich grandios. Mit Twists gespickt und moralischen Entscheidungen, beziehungsweise Zwischensequenzen, die da wirklich schon ziemlich derb waren. Oh mein Gott, ich hab derb gesagt. Oh, ich hasse das Wort. Also wenn ihr mich ärgern wollt, sagt einfach zu mir, dass ich sterben. So, jetzt wurde es zum Glück gespeichert und ich bin noch nicht tot. Also, ich bin... Ja. Ich bin wirklich begeistert. Und die schießt mit einer MP40, also diesem Thompson-Pendant, schießen die auf mich. Und treffen über die Entfernung, machen mich wirklich fast tot. Also das ist schon, naja. Naja. Gut, da sieht man, dass ich auf Söldner, glaube ich, dieses Set gestellt habe. Den schwere ich ganz klar. Ja, zack, nein. So. Das läuft doch gut. Au, 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 au. Ah, da ist wieder die MP40. Wow. Nein, nicht. Ich hab nichts mit der Sache zu tun. Nein. Au. Ah, jetzt. Hör doch mal auf. Oh Gott, ey. Wo soll ich mich verstecken da? Sehr gut. Ach, hier ist ja ein MG. Na, hätte ich das gewusst? Hätte ich es gewusst? Kann man die schon abschießen oder ist das jetzt noch... Ne, die sind anscheinend aus dem Level draußen sozusagen. Ich weiß echt nicht, wo... Wie lang geht die Passage überhaupt? Also habe ich mir irgendwie anders eine Erinnerung behalten, das Spiel. Also, ich weiß nicht. Wird ja nur geschossen. Oh, was ist das denn? Nein, ich kann einen Flak benutzen. Oh, oh. Wow. Oh Gott, das ist ein Luckshot. Gut, dafür bin ich bekannt. Und wenn ich das öfters mache, ist das auch kein Glück mehr. Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. So, jetzt renne ich aber mal weg und verteidige die Nordseite der Stadt. Jetzt war ich schon in allen Himmelsrichtungen, nur nicht an der Nordseite. Oh, toll. Und ich habe keine Munition mehr für meine AK. Ach, das ist ja super. Muss mal hier ran. Ja. Überhitzung gab es damals auch noch nicht. Also in dem Spiel. Sehr gut. Ja, so muss das sein. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich schon alles kaputt hier im Raucher. Alles klar. Zwischen den Felsen. Zack. Zack. Und. Ja, jetzt kommen sie alle. Nein. Lass mich schon zu gehen. Wow. Ah. Ach du Kacke. Ja gut, das ist jetzt wirklich so ein typisch Morgenpassage. Was? Deutsche Panzer. Jawohl. Zum Dach eines dieser Gebäude und lokalisieren Sie Ziele für die großen Geschütze.
Ah, super. Und die Artillerie hier befehligen. Aber wo? Ja, auf was muss ich jetzt schießen? Hier auf diese Panzerwagen oder nur? Ach so, ja, okay. Okay, dann lass mich doch auch mal gucken hier. F. Wow. Oh nein, ich hab 2x11 gedrückt. Ja, auf Blatt. Und der hier wird auch noch gerade mitgenommen. Ich hoffe, ich habe unendlich Munition für die Artillerie. Ja, aber warum geht. Oh oh. Nein, 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 Panzerfahrt in die Richtung. Nein, bitte nein. Dann jetzt aber. So. Ja. Oh, falsche Taste. So, jetzt nochmal. Genau. Schießt man derzeit ein bisschen rum. So alibi-mäßig natürlich. Oh ja, das. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So will ich es sehen hier. Okay, ich habe noch 11 Schuss. Ich glaube, ich jetzt mal ein bisschen Spaß haben. So. Oh, vielleicht treffe ich jetzt beide. Mit einem Schuss. Komm schon. Und. Peng, peng. Krawall, bumm. So, okay, der. Oh, den hat's doch zerrissen. Nein, nein, nein. Nordwesten? Hier? Wo? Ach, der. Ja, du musst erstmal stehen bleiben, gell? Ja. Fahr mal nicht so schnell. Mann. Ja, super. Ja, ist schon klar. Okay. So, jetzt aber. Zack. Sieht gut aus. Und. Ja. Ihr elende Nazis. Ha. So. Die Nordseite. Oh, okay. Missionsziele wurden aktualisiert. Direkt mal drauf da. Vielleicht gehen jetzt auch wieder beide Panzer kaputt. Oh, hier kommt da die. Oh. Oh, das habe ich gerade mitbekommen. Hey, sie. Sie schuft. Und sie auch und sie auch. So. Den hat es noch nicht zerrissen. Doch hat's. Nice. Wäre mein Job hier erledigt, oder? Oder nicht? Das sind unsere, gell? Ah, Hole in One und Untouchable und Smokey. Jawoll. Wie wir den voll in den Arsch treten jetzt hier. Ja, schönes Ding. Schlag ein. Ja. Ja, letzter Krautfresser. Nice. Hier Captain Price auch noch. Jawohl. Und damit wäre die neueste Episode von Call of Duty 2 mit den Vorspielern beendet. Wir haben dieses, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, irgend so ein Dorf jetzt von den Nazis befreit, beziehungsweise von den anrückenden Nazis befreit. Und Tapferkeit bedeutet, sich schrecklich zu fürchten und trotzdem aufzusatteln. Mit diesen Worten entlasse ich euch in den Feierabend und einen schönen Tag noch. Ciao.